Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich hier schon in Akku 40 gerade drin. Ich habe mich mal auf die Retail-Server begeben, oh je. Hat auch ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt, bis ich hier angekommen bin gerade. Auf jeden Fall sind wir quasi hier in Ankirei drin. Und wir werden heute mal ein ganz entspanntes Walkaround machen. Also wir werden einfach einmal durch die Ini durchgehen und ich werde euch so ein paar Anekdoten erzählen, ein paar Geschichten zu den verschiedenen Bosskämpfen, was ich alles schon so auf den Privatservern erlebt habe. Wir werden uns ein bisschen den Loot anschauen. Natürlich können wir das nicht direkt hier in Retail leider drin machen, weil quasi hier der Loot Table schon verändert wurde. Also die Items haben hier quasi andere Werte. Aber ich werde quasi nebenbei mir den Loot hier anschauen und den dann quasi nachher einfügen. Das heißt, ihr könnt immer genau sehen, welchen Loot ich hier gerade mit euch bespreche. Ja, wir kommen hier quasi in die Ini rein und ich finde es immer ein relativ unglaublich episches Feeling mit diesem offenen Wüstenhimmel hier oben irgendwie. Und dann erwarten einen hier diese riesigen Wächter, die wie gesagt in Classic um einiges größer sind. Nach meiner Erinnerung nach müsste man nochmal gucken. Und die muss man dann auch direkt umklatschen. Die haben so eine komische Mechanik irgendwie, dass man darauf achten muss, welchen man zuerst killt, bin ich der Meinung. Wir sind natürlich hier in Retail, Leute, wisst ihr Bescheid. Da machen wir es alles solo. Auf jeden Fall in Classic sind die nicht schwer, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen. Genau, dann kommen wir hier in den Raum, wo der erste Boss steht. Das ist der Prophet Geram. Und ja, wir klatschen hier gerade erstmal alle Viecher entspannt um vorher. Bam, bam, bam. So. Das ist zu weit entfernt. Haut alle rein. Und genau. Ja, wir werden ihn auch direkt mal klatschen. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich bin der Meinung. Bla bla bla. Genau, der hat so verschiedene Spiegelbilder immer gemacht, die man dann relativ schnell killen musste, beziehungsweise da wusste man immer nicht, welcher der echte ist irgendwie. Da muss man immer hin und her switchen. Ist auch so ein Bosskampf irgendwie, wo wir immer mal wieder gewiped sind, am Ende auch. Wo uns nicht wirklich hundertprozentig einspielen konnten. Ja, das ist er down hier, moin. Und muss ich sagen, ein Boss, der eigentlich in der Theorie her relativ schnell down gehen sollte, aber wo wir irgendwie immer mal wieder mit Problemen hatten. Ich weiß gar nicht genau so warum. Ja, zu der Boss-Mechanik, wie gesagt, der Boss steht halt am Anfang immer hier unten, macht halt so Spiegelbilder irgendwie. Ein Spiegelbild erscheint immer hier oben, das andere irgendwie hier oben. Und dann muss man die immer irgendwie down machen und irgendwann hat man ihn dann halt irgendwie down. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich bei unseren Akku 40 Rates immer das Gefühl, dass es immer so ein leichtes Wirrwarr war am Ende irgendwie und wir nie wirklich eine richtig gute Rota bei dem reinbekommen haben. Ich denke mal, in Classic wird der Fight auch ein bisschen einfacher sein als auf den Privatservern, weil wir das ja auch schon in Molten Core und in BWL gesehen haben. Da waren die Bosskämpfer halt auch überwiegend einfacher. Von daher vermute ich auch, dass der Fight hier auch um einiges einfacher sein wird. Der Boss übernimmt, glaube ich, auch den einen oder anderen. Wir hatten das dann immer so, wir haben hier oben und hier so ein paar Magier hingestellt, die dann immer die übernommenen Spieler quasi geschiebt haben. Dann schauen wir uns gerade nochmal den Loot an, der hier droppen kann. Wie gesagt, ich möchte immer nur auf die relevantesten Items eingehen, die mir hier so einfallen. Und ganz ehrlich, werde ich natürlich auch überwiegend so ein bisschen mehr auf den Melee-Loot eingehen, weil ich einfach auch vom Caster-Loot nicht so viel Ahnung habe. Das interessanteste Item für Melees, würde ich sagen, bei dem Fight hier ist der Umhang des geballten Hasses. Der hat 11 Stärke, 16 Beweglichkeit, 15 Ausdauer und einen Hit drauf. Ist auf jeden Fall ein sehr starkes Upgrade gegenüber den Umhängen, die man in BWL bekommt. Für Schurken sehr interessant, für Feldruiden denke ich mal auch und auch für Krieger. Und das andere Item, die Brustplatte der Vernichtung für Krieger, 37 Stärke, 13 Ausdauer, ja, ein Hit und ein Crit, ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr starkes Item für die Fury-Krieger. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber es sollte auf jeden Fall auch ein sehr starkes Upgrade sein an der Stelle. Und ja, das muss ich sagen, sind bei dem Boss eigentlich die beiden einzigen Items, die mir
jetzt so besonders in Erinnerung geblieben sind. Ich glaube, die Caster bekommen hier nicht wirklich ein richtig krasses Item. Korrigiert mich an der Stelle auch, wenn ich falsch liege. Gut. Wir gehen mal weiter rein und es hört dann noch relativ schnell auch auf, dass wir uns quasi an der Oberfläche hier befinden. Wir gehen quasi hier gleich in diese tunnelartigen Gewölbe rein. Aber bevor wir das tun, noch ein kleiner Hinweis. Hier links Was führt sind, euch hierher? moin, drei so eine Kollegen am Start. Und Ehre zwar dem König, Freund. könnt ihr hier dann die jeweiligen, ja, Seid quasi vorsichtig. Set-Teile bekommen, wenn ihr die jeweiligen Sachen quasi gesammelt habt, die ihr Ziel dafür der Ehre, benötigt. Freund. Ganz Ohr. Das heißt, in Seid vielen ihr Raids wird es seine wahrscheinlich dann so Kollegen? sein, sobald ihr die Sachen bekommen habt, die ihr quasi für eure T2,5 Teile benötigt, dann geht ihr quasi danach noch dahin und könnt die Sachen dann euch direkt abholen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie es mit den Setteilen auf sich hat. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall einen bestimmten Ruf dafür und auch von den Bossen verschiedene Teile, damit man sich dann die Sachen auch dort holen kann. Genau. Dann gehen wir hier in den Untergrund so langsam rein und ihr seht schon, jetzt sehen wir hier, es geht dann in diese komischen Silitit-Bauten hier irgendwie rein. Hier sind auch immer diese komischen Gehirnwäscher, Gedankenschänder, Schünder, kein Plan. Die auch ein bisschen tricky Wort sind eines Ohr. manchmal, weil die so gewisse Fähigkeiten haben auch, womit die Leute übernehmen können, glaube ich. Müsst ihr euch auf jeden Fall aber auch noch ein bisschen in die jeweiligen Guides einfuchsen. Wie gesagt, im heutigen Video, das soll einfach nur ein chilliger Walkaround sein, wo wir uns einfach mal die komplette Indie anschauen, die verschiedenen Bosse einfach uns anschauen, einfach mal so ein Feeling für die Indie bekommen. Genau. Ist auf jeden Fall eine sehr weitläufige Innie, ja, wie ihr auch relativ schnell feststellen werdet in der Instanz drin. Es wird dann irgendwann angenehmer, weil nämlich man irgendwann so eine Mounts bekommt, mit denen man dann quasi auch hier in der Innie rumreiten kann. Und dann kann man quasi immer mit dem kompletten Raid durch die Innie durchreiten. Das wird dann gerade auch, wenn man Setun killt am Ende, echt angenehm. Dann muss man immer nicht so 100 Jahre lang durch die Innie durchreiten. Genau, hier auch nochmal interessant. Hier sind diese Skarabäus-Kästen, die hier rumstehen. Die kann ich jetzt in dem Fall einfach so öffnen. Inventar ist voll. Moin, okay. Inventar voll. Auf jeden Fall auf in Classic kann man die nicht einfach so aufmachen, sondern ihr braucht dafür so Schlüssel, die auch in der Innie droppen können. Ich weiß nicht, ob die von Bossen droppen oder von vom Trash irgendwie auch, müssen wir nochmal Ich gucken. muss Auf mich jeden Fall, beeilen. diese Kästen solltet ihr versuchen, auch immer mitzunehmen, so viel wie möglich davon mit den jeweiligen Schlüsseln, denn da droppen ja wichtige Ich Items, die baue ihr mir auch ein. für die jeweiligen Belohnungen hier aus der Raid-Innie benötigt. Die Bug Family, genannt auf Englisch, ist ein optionaler Ich Boss, mehr muss oder mich weniger. beeilen. Ich meine, hier muss man, glaube ich, nicht machen, um Setun zu killen. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Den haben wir nicht immer gemacht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und es ist auch anscheinend wichtig, in welcher Ich baue Reihenfolge mir man die ein. killt, weil die sich irgendwie Aufladbar. gegenseitig buffen können und dementsprechend wird dieser Encounter schwieriger, wenn man den in einer anderen Reihenfolge macht. Aber man bekommt auch anderen Loot, wenn man ihn in einer anderen Reihenfolge macht. Deswegen müsst ihr mal gucken, Ich muss welchen, mich also ich beeilen. meine, so war das. Müsst ihr euch mal drüber informieren, je nachdem, welchen Loot ihr braucht. In der jeweiligen Reihenfolge solltet ihr dann quasi den Encounter auch machen. Und ich meine, es war auch so, Ich habe kein dass die Ziel. schwerste Kombi, den zu machen, war auch die Kombi, wo man den besten Loot bekommt. Bin ich der Meinung. So, die Bug Family haben wir bezwungen. Das ist so ein kleiner Nebengang, wo man hier quasi runtergehen muss immer. Und nochmal sprinten an. Und vielleicht können wir sogar mounten. Oh, wir können sogar mounten hier drin. Wahrscheinlich sogar Flugmount. Können wir fliegen? Ich dachte schon. Ich dachte schon, wir können hier sogar drin fliegen. Ja, wir können sogar mounten. Das machen wir mal, dann bekommen wir so ein bisschen Eindruck dafür, wie die Innie quasi ist, wenn man am Ende auch dann diese Mounts hier drin hat. Das macht die Geschichte einfach etwas angenehmer. Genau, ihr seht schon, Akku 40 ist auf jeden Fall die Innie mit dem Trash schlechthin seine Art. Ja, es gibt hier wirklich sehr, sehr viel Trash. Hier diese Käfer-Schwarme.
die man immer so an der Wand hängt, weil die so Fähigkeiten haben, dass sie euch so an die Wand, also so ein Knockback quasi haben, und deswegen will man immer an der Wand stehen, damit man eben nicht durch den kompletten Raum immer durchfliegt, wenn man die Viecher macht. So, und jetzt kommt doch schon einer der Gründe, warum ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir mit dem Schurken in Classic Akku 40 wirklich nicht gefallen hat im Raid. Ihr seht hier schon Schlachtwache Sakura oder Satura. Das ist der zweite Boss hier. In warum sind wir hier in der tiefschwarzen Grotte jetzt auf einmal drin? Das ist auch alles einfach egal. Ich will einfach nur Classic-Content sehen. So, ah ne, genau, hier wurde quasi, ja, okay, die Bug-Family ist der offizielle zweite Boss hier, okay. Wenn wir den nicht mitrechnen würden, wäre die Schlachtwache Satura der zweite Encounter. Und es ist so ein Vieh, das hier so rumfliegt und während des Encounters auch immer mal, na, mal gucken, ob wir das jetzt hier euch zeigen können. Weil dann natürlich relativ schnell down geht, wenn ich den hier solo angreife mit meinem Level Milliardenchar. Er hat eigentlich so eine Phase, wo der immer so komisch hin und her wirbelt. Genau hier gerade, seht ihr. Da wirbelt er relativ schnell, ja, durch den Raum durch, dass er mit dem Melee kaum hinterherkommt. Und das ist halt einfach sehr, sehr nervig mit dem Schurken, gerade mit dem Dagger-Schurken. Die Caster können mehr oder weniger weiter drauf ballern. Und ihr seid einfach wie so ein Dulli. Rennt ihr hinterher und könnt oft nicht dranstehen, weil er eben AOE-Damage macht. Das ist einfach sehr, sehr nervig bei dem Encounter. Deswegen ist, wie gesagt, Akku 40, finde ich, eine sehr Melee-unfreundliche Inni und hat mir von dem Aspekt her, vom Feeling, vom Loot, von den Items, ist es eine unglaublich geile Inni, aber vom, ja, von der Melee-Freundlichkeit leider nicht. Genau, so, wir, Schlachtwache Satura, so, hier haben wir sie. Wir gucken uns mal den Loot gerade an. Wie gesagt, wir gehen wieder nur auf die Items ein, die ich für besonders relevant finde. Ja, wir fangen wieder mit Sachen für den Schurken an, Leute. Wir haben ja die Handschuhe der Vollstreckung. Die haben 28 Stärke, 20 Beweglichkeit, 6 Ausdauer und ein Hit. Finde ich ein relativ starkes Item für die Hände. Sind immerhin einfach mal 48 ATP, mehr als einen halben Crit und ein Hit drauf. Auf jeden Fall ein sehr starkes Item. Dann haben wir hier noch die Silitidenklaue. Die ist vielleicht, glaube ich, für die Hunter sehr interessant. Das ist eine Faustwaffe mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit. 1,6 Speed und ein Crit drauf und 30 ATP. Könnte ich mir vorstellen, dass die Hunter die sehr gut gebrauchen könnten. Ja. Von den Werten her einfach. Und das interessanteste Item bei dem Encounter hier, finde ich, ist das Trinket. Und zwar das Abzeichen der Schwarmwache. Und zwar gewährt es euren Nahkampf und Distanzangriffen eine Chance, 30 Sekunden lang Armor Penetration zu erhalten, also einen Rüstungsdurchschlagseffekt, der die physische Rüstung des Gegners um 200 reduziert. Und dieser Effekt kann bis zu 6 Mal angewendet werden und hat eine 3-minütige Abklingzeit. Das heißt, wir haben 30 Sekunden lang quasi die Chance, dass wir 200 Armor Penetration bekommen, wenn wir quasi jetzt hier den Taschenrechner an der Stelle aufmachen und 200 mal 6 rechnen, dann erhalten wir den Wert von 1200 Armor Penetration. Und das ist schon enorm zum Teil, wenn man sich überlegt, wie viel Rüstung die Bosse zum Teil haben. Das wird noch interessant werden, ob dieses Trinket wirklich so stark sein wird, wie es auf den Privatservern war. Ich weiß auf jeden Fall, auf den Privatservern war es zum Teil gerade für Krieger sehr, sehr stark, weil die einfach ja, deutlich mehr physischen Schaden gemacht haben, wenn der Gegner einfach weniger Rüstung hat, ne, der Boss. Und dementsprechend wird es nochmal interessant sein, wie stark dieses Trinket hier wirklich wird. So, wenn wir dann die Schlachtwache Satura bezwungen haben, tja, dann kommt hier der Raum der Hölle, Leute. Ja, ihr seht hier schon einen Raum mit 100.000 Milliarden Viechern drin, die man auch nicht so wirklich ja, einzeln machen kann.
Man ist so ein bisschen wie das Suppression Room, würde ich sagen, im BWL eigentlich, oder? Also man versucht sich mit seinem Raid hier einfach so ein bisschen durchzufummeln und macht halt diese Viecher immer wieder down hier, bombt die mehr oder weniger weg. Ihr werdet sehen, desto mehr Gear ihr habt, desto mehr Routine ihr darin habt, desto einfacher werdet ihr am Ende hier diesen Raum durchkommen. Aber auch hier vermute ich wieder, dass das eigentlich für gute Gilden kein Problem darstellen wird. Auf einigen Privatservern war das ein bisschen schwieriger unter Umständen. Aber ich glaube, in Classic wird das auch relativ einfach werden. So, jetzt sind wir hier gewanished. Mal gucken. Okay, die hauen ab. Perfekt. Es gab dann hier oben so einen kleinen Safe-Spot. Den könnt ihr euch schon mal merken. Wahrscheinlich, wenn ihr dann noch einige Viecher am Arsch habt hier, dann rennt man immer hier oben eigentlich hin mit dem kompletten Raid. Bombt die restlichen Viecher noch weg, die noch kommen. Und dann macht man eben weiter hier mit dem nächsten Encounter. Genau. Ja, das soll jetzt auch kein ausführlicher Guide hier sein. Einfach nur so eine kleine, locker, flockige Tour durch Akku 40. So, hier haben wir den nächsten Miesepeter am Start. Fenris der Unnachgiebige, ja. Und wir fackeln nicht lange, machen hier direkt mal Go. Von der Mechanik her, puh, müsste ich gerade mal überlegen. Ich bin der Meinung, erst mehr oder weniger ein Tank in Spank eigentlich. Also als Schurke hockt ihr eigentlich nur hinter ihm, macht Schaden, genau. Einige von euch werden immer in diesen Kokon hier eingenetzt irgendwie manchmal. Da müssen euch die Healer dann ein bisschen hochhealen. Ich glaube, der Kokon kann sogar auch zerstört werden. Das heißt, Hunter oder Fernkämpfer können euch da aus kurz rausballern. Dann könnt ihr quasi rauskommen und dann weiter Schaden machen. Aber eigentlich ist es so ein Fight, wo man wirklich einfach volle Elle drauflatten kann und einfach auch hier Damage-Rekorde sehr gut aufstellen kann. Gerade mit dem Melee und so weiter halt. Hier kann man, muss ich sagen, auch mit dem Melee schön draufballern. Und ja, nicht wirklich ein schwerer Kampf, würde ich sagen. Dann gucken wir uns auch hier wieder den Loot an. Ja, so, das ist quasi dann also offiziell, wenn wir nach dem Abenteurer-Führer gehen. Das ist der vierte Encounter, wenn wir den auslassen, wie gesagt, der dritte. Hier finde ich eigentlich das interessanteste Item für mich persönlich jetzt. Ist hier wieder eine Waffe und zwar der uralte Tirai-Zersetzer. Eine Mainhand für den Schurken und auch für den Fury-Krieger. Sehr, sehr starkes Schwert. 11 Ausdauer, ein Crit, 20 ATP und die Werte 114 bis 213 Damage überzeugen auch. Das wird auf jeden Fall jeder Fury-Krieger und jeder Schurke, der und jeder Schwertschurke in der Mainhand tragen. Und das chromatisch gehärtete Schwert müsste dann in die Offhand kommen. Vielleicht auch Maladas in der Offhand, muss man mal genau gucken. Kommt immer darauf an, ob ihr Mensch seid oder eben nicht. Genau, also eine sehr schöne Waffe. Mir gefällt auch die Optik hier sehr, muss ich sagen. Die können wir uns vielleicht hier gerade auch nochmal anschauen an der Stelle. Genau, also wirklich ein sehr, sehr schönes Schwert, muss ich sagen. Da hätte ich fast schon wieder Bock, Schwertschurke in Akku zu gehen. Aber ich werde ja Dagger gehen. Heute Nacht, ja, da werde ich auch gleich noch erklären, warum ich durchgehen werde. Es gibt jetzt zwei sehr interessante Dolche in der Ini. Ich blende euch den hier mal ein. Der Blessed Kirai Pugio ist einfach ein unglaublich starker Dolch. 1,7 Geschwindigkeit, 72 bis 134 Damage, 60,59 DPS pro Sekunde, 7 Ausdauer, ein Crit, ein Hit und 18 ATP, also eine absolute Granate im PvP und auch im PvE vor allem. Und das Schöne an der Geschichte ist, den kann man relativ einfach bekommen. Dafür braucht man nur ein Imperial Kirai Armament und drei Elementium Ore. Und das kann man dann quasi abgeben. Das ist eine Quest, die man auch mehrmals machen kann. Das heißt, den könnt ihr auch zweimal tragen und er ist sogar auch zweimal auch stark. Es ist eher eine Offhand-Waffe, aber man kann sie theoretisch gesehen auch in der Mainhand tragen. Die Schurken werden sich vor allem mit den Kriegern erstmal um dieses Armament kloppen. Denn das Blessed Kirai Bulwark ist auf jeden Fall ein Upgrade für die Krieger im Raid. Für eure Tanks von daher. Ich vermute mal, sobald die Tanks alle diese Schilder haben, könnt ihr dann die auch bekommen und die dann eben auch für den Pugio verwenden. Und halt relativ easy eine sehr, sehr starke Waffe bekommen. Das sind so die für mich interessantesten Items bei dem Encounter hier. Ihr könnt mir gerne auch euren Favoriten, wenn ihr Caster spielt oder Healer, werdet ihr sicherlich auch andere Items bei dem Fight interessant finden. Könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. So, wir reiten hier weiter. Wie gesagt, wenn ihr hier natürlich dann mit Level 60 durchgeht, müsst ihr leider den kompletten Trash hier auch machen.
Ja, es ist einfach eine unglaublich weitläufige Indie. Ihr seht das hier schon mit sehr viel Trash. Und wenn man mal wiped, ist es halt einfach auch sehr ärgerlich, weil man dann jedes Mal den Weg auch wieder zurücklegen muss. Das werdet ihr dann auch schnell merken. So, jetzt sind wir hier im nächsten Raum angekommen. Ihr seht hier schon, hier sind so diese, ja, ich nenne es einfach mal Insekten, die hier rumfliegen. Das sind so Packs, die man auch von relativ weit adden kann. Da werdet ihr wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal wipen, weil er dann nicht nur ein Pack pullt, sondern zwei verschiedene oder mehrere halt einfach. Und hier gibt es auch so verschiedene Taktiken. Das muss auch von verschiedenen Tanks natürlich getankt werden hier. Die cleaven zum Teil auch, die machen zum Teil auch so eine Giftwolke. Da müsst ihr mal gucken. Es gibt dazu jedem Pack auch einfach so eine gewisse Taktik, die man da anwenden muss. Da wird sicherlich noch Mana wird sicherlich noch einen Guide machen. Timo wird noch einen Guide machen wahrscheinlich. Da werden auf jeden Fall noch genug Guides für euch kommen, Leute. Dann kommen wir zu dem ersten, wie ich finde, ja, doch sehr interessanten Encounter eigentlich, der vielleicht auch für viele Gilden schon eine, ja, etwas größere Herausforderung sein könnte. Prinzessin Huhuran, ihr seht schon, ich habe hier selbst mit meinem hohen Level relativ weit weg gepullt gerade, hat eine relativ hohe Aggro-Range. Leute, seid auf jeden Fall ein wenig vorsichtig, wenn ihr hier in den Raum reingeht. Ihr seht schon, die fängt hier schon fleißig an mit Giften zu verteilen. Das wird dann so stattfinden: Der Main Tank wird hier quasi in der Mitte stehen, das Vieh tanken und hier werden die ganzen Melees drumherum stehen. Und die werden quasi das Gift aufsaugen, kann man so sagen. Ja, die werden sich alle viel Naturwiderstand anziehen. Oh, ich sehe gerade der schöne Bogen hier gedroppt. Und werden quasi den Naturwiderstand brauchen für den Encounter. Die Healer werden weiter hinten stehen, die Melees und die Tanks hochhealen. Man versucht hier einfach, den Boss so schnell wie möglich zu killen, bevor er enraged. Denn wenn er enraged, dann macht er einfach unglaublich viel Damage und ballert euch halt irgendwann weg. Genau, so, wir gehen nochmal auf den Loot ein. Ja, wir gucken gerade mal, was wir hier für interessanten Loot haben. Oh, wir haben hier zum Beispiel auch einen Enchant, hier droppen kann, sehe ich gerade. Und zwar kann hier der Enchant droppen 15 Beweglichkeit auf die Hände, was ich auch schon in meinem Video über Phase 5 euch erläutert habe. Das heißt, dieser Enchant 15 Beweglichkeit auf die Hände kann hier zum Beispiel bei der guten droppen. Natürlich droppen auch verschiedene Gegenstände hier, die ihr dann für euer T2,5-Set braucht. Das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel hier. Diese Bindungen, die seht ihr schon, Paladin, Schamane, Magier, kann die dann zum Beispiel für die T2,5 Teile verwenden. Ja, der Bogen hier ist, glaube ich, der BWL-Bogen wird wahrscheinlich trotzdem noch stärker sein. Die BWL-Armbrust wird wahrscheinlich trotzdem noch stärker sein. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde hier gerade nicht unbedingt ein mega relevantes Item irgendwie. Ja, nee, wir gehen einfach mal weiter, Leute. Ja, wir gehen weiter. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Item eurer Meinung nach bei Huran das Wichtigste ist. Und hier kommt wieder weiterer Trash. Und jetzt wird es so langsam interessanter mit dem Trash. Denn jetzt kommen diese komischen Verteidiger hier, ja. Und die sind schon so ein bisschen tricky, weil die so eine Fähigkeiten haben. Also die haben verschiedene Fähigkeiten zum Teil. Man muss auch immer erstmal gucken, welche Fähigkeit die haben. Die haben so einen AOE-Stun-Effekt zum Teil. Die bestrafen euch zum Teil, wenn ihr zu nah beisammen steht, beziehungsweise zu weit voneinander entfernt. Und ihr seht hier schon, die explodieren auch am Ende. Da muss man dann weggehen, sonst ist der komplette Raid down, mehr oder weniger. Ja, also wenn man davon zwei pullt, ist oft Ende im Gelände. Also hier müsst ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Die Viecher kloppen auf jeden Fall ordentlich rein. Ich vermute aber, wie gesagt, auch wieder an der Stelle, dass die etwas einfacher sein werden als auf den Privatservern. Aber die hauen schon relativ gut rein, die Viecher. So, jetzt kommen wir dann wirklich so langsam ins Eingemachte von dem Raid. Ja, ihr seht schon, die Musik wird epischer. Und Setun war hier gerade noch, das ist das Auge von Setun. Ja, der ist hier immer am Anfang. Und sobald er dann in den Raum reinkommt, verschwindet er hier auch. Und dann fangen die hier an zu labern. Das sind die guten alten Twins, nennt man die. Die Zwillinge hier. Einmal den Imperator Veklor und der Imperator Veknilash. Die sind hier als genau, Zwillingsimperatoren aufgelistet, mehr oder weniger. Und sind quasi ein Encounter. Ja, wie findet dieser Encounter statt? Eigentlich relativ simpel. Ist einfach ein bisschen Einspielung nötig.
damit man sich da so ein bisschen dran gewöhnt. Einer von den beiden, ich meine, der Kollege hier wird hier getankt und der Kollege wird hier vorne getankt. Und der eine ist quasi einer, wo man mit einem Melee dran steht und der andere wird, glaube ich, von einem Warlock getankt, wenn ich mich nicht irre. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ich mich irren sollte an der Stelle. Und das Schöne an der Geschichte ist, stellt euch vor, der Boss steht hier, ihr kloppt drauf mit einem Melee und die teleportieren sich alle 20 Sekunden, würde ich ungefähr vermuten, wechseln die quasi ihre Position. Das heißt, er hier steht dann nicht mehr hier vorne, sondern er steht dann auf einmal hier. Was bedeutet das für den Raid? Das bedeutet eigentlich, dass die kompletten Melees, ja, die eben hier dran standen und Schaden gemacht haben, einfach alle 20 Sekunden hier rüber gehen und quasi dann hier Schaden machen. Der Warlock wird quasi dann auch hin und her laufen, glaube ich. Und dann die Tanks müssen, glaube ich, auch switchen, bin ich der Meinung. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest. Ist kein Guide hier, ja, sondern einfach nur eine kleine Tour hier an der Stelle. Und zwischendurch werden auch immer mal wieder solche größeren Käfer hier ankommen, die irgendwie wachsen, die quasi zu Hilfe rufen, bin ich der Meinung, die man dann auch noch umklatschen muss, die euch auch ein bisschen noch das Leben schwer machen. Das ist einfach so ein Encounter, wo es ein bisschen mehr Dinge zu beachten gibt, der so ein bisschen dynamischer ist, weil die auch hier, wie gesagt, immer die Position ändern. Ist ein bisschen nervig, werdet ihr euch aber auf jeden Fall auch dran gewöhnen. Und ich würde sagen, Leute, wir schnacken jetzt auch nicht mehr so lange, sondern müssen die auch noch umklatschen, ja. Sonst öffnet sich das Tor nämlich nicht, wenn wir quasi dann zu Setun kommen. Ihr seht ja auch schon, ne? Selbst in meinem Level-Bereich. Oh, okay, jetzt sehe ich gerade, dass wenn man den. Ich bin außer Reichweite. Trashfeuer nicht macht, dann kommen die anscheinend alle an. Wisst ihr Bescheid, ja? Immer den Trash voll machen. Das könnte sich lohnen. Aber wir sind natürlich hier in OP-Retail-Modus. Ich klicke einfach irgendwelche Scheiße hier, gar keine Ahnung. Was ich hier eigentlich gerade wirklich mache, der eine hielt anscheinend auch noch, genau. Ich bin außer Reichweite. Und wir gucken einfach mal, ob wir das hier schaffen werden oder ob wir auch in Retail an den Twins versagen werden. Gucken wir mal. Genau, ich glaube auch, die darf man nicht zu nah aneinander stehen haben, genau, sonst hielt der eine nämlich konstant, genau. Das war, glaube ich, auch noch ein so ein Punkt, weswegen man die weiter voneinander weckt. Tankt, damit der eine halt eben nicht konstant den anderen hochhält. So, und wenn einer down geht, dann sind anscheinend beide down, wie wir gerade gesehen haben. Okay, auch nochmal eine wichtige Geschichte. So. Genau, damit haben wir auch die Imperatoren hier besiegt. Und wir gehen wieder in den Loot rein, Freunde. Genau. Das königliche Zepter von Veklor, eine Offhand. 9 in 10 Ausdauer. Ein Spellcrit, ein Spellhit und 20 Spelldamage. Ist auf jeden Fall eine krasse Caster Offhand. Ja, korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege. Aber da sollten sich auf jeden Fall die Magier und Hexenmeister und so weiter auf jeden Fall drüber freuen, mich der Meinung. Genau, weg. Nilash droppt nämlich die gute alte Kalimdors Rache. Blind hier auch gerade nochmal ein. Eine sehr starke Zweihandwaffe, wo sich, glaube ich, auch der ein oder andere Krieger oder Retri-Paladin drüber freuen wird. Ich finde auch die Optik sehr geil davon. 24 Stärke drauf, 18 Ausdauer und einen sehr starken Proc, der Naturschaden macht. Ansonsten droppt bei dem hier noch, genau, der Veknilash droppt nämlich noch die Halskette mit 5 Int, 9 Ausdauer, 27 Spell Damage und einem Spell Crit. Ich meine, dies auch bis für Caster. Ich meine, da haben sich die Caster auch immer sehr drüber gefreut. Das heißt, der droppt hier nicht nur Melee Loot an der Stelle. Genau, das ist so der Loot, den wir quasi hier bei den beiden Kandidaten bekommen. So, Leute, und das war halt dann auch immer der Punkt. Ihr seht hier schon, hier sind jetzt wirklich sehr eklige Trash-Mobs am Start. Die sind echt eklig, also die müssen sehr, sehr intelligent getankt werden. Manche cleaven hier, manche übernehmen einige und so weiter. Da müsst ihr auf jeden Fall euch auch ein bisschen einspielen. Und vor allem auch darauf achten, dass ihr dann nicht mehrere Packs gleichzeitig pullt. Die Patrouillen hält durch. Die sind auch sehr, sehr
Nervig, genau. Und immer auch nicht vergessen, diese Skarabäus-Kästen hier auch immer mitnehmen. Und sind auch so langsam schon am Ende von der Ini angekommen. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann Zitun pulle, ob dann auch die komplette Ini kommt, wenn wir die nicht machen. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Die Packs sind auch echt übel hier, ja, mit den Viechern. Da müsst ihr auch mal gucken, wie ihr die macht. Die haben auch echt miese Fähigkeiten zum Teil. Und wir werden mal ein Pack einfach machen. Aber ich vermute, die gehen einfach so schnell down, dass wir hier nicht wirklich eine Fähigkeit. Ja, die wurzeln auch den kompletten Raid ein, genau. Und sind wirklich sehr eklig. Da solltet ihr auch drauf achten, dass ihr die auch vernünftig macht. So, das Pack killen wir auch nochmal hier. Oh moin. Der Retail Defiler ist da und klatscht euch einfach alle weg. Ja, jetzt sind wir hier bei Uru angekommen. Das ist dann laut dem Abenteurerführer der vorletzte Boss hier. Uru, ja, ist so ein kleiner Wurm. Ja, so klein ist er gar nicht. Wir gehen hier mal rein und zwar müsst ihr da in diesen riesigen Raum hier reingehen und dann einfach quasi in die Nähe von diesem kleinen Sandhaufen hier quasi gehen. Ihr seht hier schon, der hier so ein bisschen aufgehäuft wird. Und ja, Uru, muss ich sagen, war nicht gerade einfach auf den Privatservern. Das war echt immer schwer, vor allem, weil der so eine Phase hat. Da taucht er dann unter. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier auch bekommen. Oder ob der wieder so schnell down geht. Der taucht dann so unter und kriecht quasi durch den Boden durch. Ja. Und genau, macht immer so ein AOE-Ding auch. Da darf man nicht zu nah dran gehen. Da müsst ihr mal kurz vorher weggehen, weil es einfach sehr viel Schaden macht. So, ihr seht hier schon, ja, der kriecht jetzt quasi hier unten lang und wenn man darauf stehen bleibt, dann macht das echt viel Schaden. In dem Fall ist es jetzt quasi egal, weil ich halt einfach, ne, High-Level bin. Aber ihr seht schon, der verfolgt euch quasi, der verfolgt den kompletten Raid. Und immer mal so dem, mal dem, mal dem. Und dementsprechend, während der Phase hier, wird der komplette Raid immer sich im Raum verteilen, rumrennen und einfach versuchen, diesem Ding, das aus dem Boden kommt, quasi auszuweichen. Das hat auch in Classic noch eine leicht andere Animation, da ist es nicht so zentriert, sondern mehr so über den gesamten Boden. Genau, so, wir versuchen jetzt hier, jetzt ist er schon wieder abgetaucht, oh, Junge, ey. Hoffe, wir bekommen den jetzt hier rechtzeitig down, ja, Kollege, ist okay, komm, mach so ein bisschen Damage, ja. Ja, bin ich echt, da bin ich wirklich sehr gespannt gerade. Meint ihr, der Encounter wird schwer werden? Schreibt es mal in die Kommentare. Kann man halt schlecht einschätzen, ne? Weil auf den Privatservern einfach alles schwerer war. Hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Schaden dieses AOE-Ding hier unten macht. Das ist zu weit entfernt. Oh, direkt dieser dumme Knockback irgendwie. Ich bin außer Reichweite. Komm schon, kein Bock nochmal die Kacke zu machen. So, haben wir ihn da. Sterbt alle. Cool, uns anmachen hier, mein Gott, da, da. Gut, wir gehen in den Loot rein, Leute. Hier droppt, ich glaube, die Haut brauchen wir zum Beispiel für die Schurkenbeine, bin ich der Meinung. Ja, für die T2,5 Beine, auch ein sehr wichtiges Item für die Schurken. Ja, was haben wir hier für interessante Items bei dem Fight? Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Also hier droppen auch einige Enchants, sehe ich gerade. Heilkraft auf Handschuhe, Schattenmacht, Umhang ausweichen, Frostmacht auf Hände und so weiter. Die droppen hier alle. Und hier droppt vor allem Jom Gabar, Leute. Ja, ist bei uns auf dem Private Server nie gedroppt, glaube ich. Ist aber ein relativ starkes Melee-Trinket. Erhöht die Angriffskraft um 65 alle 2 Sekunden, 20 Sekunden lang. Und das ist auf jeden Fall eine ordentliche Nummer. Müssen wir gucken, das heißt, rechnet euch selber aus, ja, ich link's euch hier rein, ich habe keinen Bock gerade spontan zu rechnen. Sehr viel Attack Power kommt hier zusammen und auf jeden Fall ein sehr starkes Melee Trinket, genau, das ist auf jeden Fall hier mein absolutes Highlight bei dem Encounter. Ja, overall, wie gesagt, ist hier bei dem Encounter einfach so ein bisschen Einspielung notwendig, finde ich, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen einschätzen können, wann man weggehen muss, wann der Swipe kommt, wie man sich verhält, wenn er quasi durch den Boden durchbuddelt, wo man da lang geht und so weiter. Und dann ist es aber eigentlich auch NP.
P. Genau, so, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie war das jetzt nochmal? Wenn wir jetzt zu Zetun wollen, dann müssen wir quasi. Genau, so, wie war das denn nochmal? Wir müssen. Ach, genau, wir müssen einfach hier hochreiten, ja. Wir müssen einfach, ist so eine kleine Spirale hier oben und na, wir wenden schon mal. Ich habe gerade keinen Bock auf die Scheiße hier. So, verpisst euch. Ne, genau, der Naturresi-Boss, ne? Ist der nicht auch noch hier oder ist der hier gar nicht mehr? Der war auch am Anfang, glaube ich. Whiskers, ah, wisst ihr, das ist hier hinten. Den haben wir vergessen, Leute. Ja, wir haben Whiskers vergessen hier hinten, Leute. Das ist ein Boss, auch ein optionaler, den ihr nicht machen müsst, den ihr auch auslassen könnt. Der hat eine sehr spezielle Mechanik und zwar ist er anfällig gegen Frost-Damage, bin ich der Meinung. Den kann man auch in einer bestimmten Phase nicht killen, wenn man keinen Frost-Damage hat, bin ich der Meinung. Da müsst ihr auch sehr spezielles Gear für sammeln und eventuell auch für den kompletten Raid Zapper-Charges, weil er so eine Phase hat, da spaltet er sich auf, also ist so ein riesiger Glubber, der sich dann so aufspaltet und dann müsst ihr quasi die Adds direkt wegbomben mit Zapper-Charge und ja, ist ein optionaler Boss, wo wir jetzt nicht auf die ganze Taktik nochmal drauf eingehen werden. Das ist auf jeden Fall auch relativ viel Einspielung für nötig. Da droppt halt nur leider ein sehr, sehr wichtiges Item für die Caster unter euch, was ich euch auch gerade nicht vorenthalten möchte, und nämlich der geschärfte Silithiden-Knochen. Ja, 7 Int, 14 Ausdauer, 72 Spell Damage und ein Spell Crit ist auf jeden Fall das nächste bis. Ja. Schwert, Mainend, Waffe, wie auch immer, für jeden Hexenmeister und für jeden Magier. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall Vistados immer mitnehmen. So, jetzt würde ich aber sagen, hören wir auf mit der Kinderkacke. Und ihr seht schon, wir verlassen dieses Silithiden-Gewölbe mehr oder weniger und sind dann quasi am Ende hier wieder in diesen Steingemäuern quasi und haben hier endlich. Endlich Zetun vor uns. Er gafft uns hier schon an mit seinem gigantischen Auge. Kleine Info nochmal hier links. Meine ich, kann man auch die ein oder andere Quest annehmen. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, Tatsächlich hier von deinen auch. Träumen. Für die Insignien. Hier kommt, könnt ihr euch noch den Hammer holen zum Beispiel. Müsst ihr nochmal abchecken. Und hier genau gibt es zum Beispiel auch die Quest für den Pugio, den ich vorhin euch schon mit den richtigen Werten vorgestellt habe. Das ist meistens so der Raum, wo man sich nochmal so voll bufft und nochmal Taktiken bespricht. Genau, ihr müsst aufpassen, manchmal mit Level 60 pullt man den sogar schon hier vorne, wenn man hier ist so. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall euch mit dem Raid dann hier an der Wand lang bewegen. So, man geht dann meistens so, dann in den Raum hier rein, macht Taktikbesprechung und ja. Ja, Leute, der Zetun-Encounter, da könnte ich jetzt auch wieder 3 Jahre drüber reden. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Sei nur so viel gesagt, ihr werdet einige Zetun-Tries haben. Da wird der Bosskampf nach 3 oder 4 Sekunden schon wieder beendet sein, ja, weil einfach quasi hier reinreitet. Also ihr pullt hier schon Aggro ungefähr, ja. Und wenn ihr Pech habt, er castet einen Beam, ja, also eine Fähigkeit, wie so ein Laserstrahl, kann man sagen, der auf den kompletten Raid gesplittet wird. Und wenn ihr zu nah beieinander steht, dann wird der komplette Raid davon direkt weggeballert. Ihr bekommt unendlich viel Schaden und der komplette Raid wird hier quasi wipen. Blende gerade mal einen kleinen Clip ein. So hat es quasi damals ausgesehen, wenn man bei Zetun direkt am Anfang gewiped ist. Genau. Um es zu vermeiden, gibt es verschiedene Taktiken. Wir haben es immer so gemacht, wir hatten eine Gruppe hier stehen, die andere Gruppe stand hier hinten. Und die war dann nochmal unterteilt in Leute, die quasi direkt hier lang gegangen sind. Einige sind direkt in die Mitte gegangen. So hat man quasi versucht, direkt am Anfang so den Raid aufzuspalten, damit eben dieser Beam, der hier gerade schon kam, nicht direkt auf alle geht. Ja. Ich muss da mal ran. Genau, der Encounter an sich ist eigentlich relativ anspruchsvoll, muss man sagen. Also das Zetun war auch auf dem Privatserver, muss ich sagen, das erste Event, wo ich wirklich dachte, so, boah, Halleluja. Das war wirklich schon sehr, sehr schwierig. Da haben wir auch sehr lange für gebraucht, bis wir den perfekt drauf hatten. Während des Kampfes spawnen hier immer so viele Tentakel. Die Milis stehen quasi im Kreis um ihn herum, killen die Tentakel immer, die hier kommen. Und versuchen halt irgendwie Schaden zu machen. Der Main Tank steht im Idealfall halt vorne, tankt ihn. Und alle paar Sekunden kommt dann immer so eine Art Ich bin außer Reichweite. Ultra-Laserstrahl. Mal gucken, ob wir den jetzt hier nochmal bekommen. Genau den hier, ja, der macht 3 Milliarden Schaden. Ja, der rotiert dann quasi so. Der ganze Raid bewegt sich dann quasi mit dieser rotierenden Ich muss Kacke, da die er da mal gerade ran. macht. Genau, dadurch wird dann quasi der Schaden
aufgehalten, indem man quasi einfach nicht drinsteht. Ja, das quasi ist. Ja, diese Viecher müssen eigentlich auch immer schnell down gemacht werden, weil die euch slowen und einfach nerven. Ihr seht ihr schon, Situn dreht sich quasi einmal im Kreis, macht diesen Beam, da dürft ihr wirklich nicht drinstehen. Ihr seid instant down, wenn ihr da drin steht. So, wenn ihr dann genug Damage gemacht habt auf Situn, ja, das wird hier gleich der Fall sein, hoffe ich mal. Dann geht er quasi down, denkt man, ja, aber nein. Ja, der hat noch ein bisschen was in petto. Denn ihr habt leider nur sein Auge gekillt, ja. Und jetzt kommt hier das richtige Glibber-Gesicht zum Vorschein. Das ist die sogenannte zweite Phase bei Situn, die noch mieser wird als die erste auch. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir überhaupt. Können wir überhaupt Schaden machen auf ihn? Ach nee, genau, er ist unbesiegbar. Stimmt. Fällt mir gerade auf, er ist in der Form unbesiegbar. Er muss immer so komisch rot werden, ja. Dann müsst ihr, also, das ist hier übrigens sein Inneres. Manchmal isst er euch und seid ihr im Inneren. Isst verschiedene Spieler, ja. Dann seid ihr in seinem Magen drin. Müsst die beiden Tentakel killen und dann ist der quasi erst angreifbar überhaupt. Dann wird er so rot. Dann müsst ihr so schnell so viel Schaden machen wie möglich. Und dann hoffen, dass ihr ihn quasi down bekommt, bevor er wieder in die andere Phase geht. Da spawnen dann immer so miese Tentakel, die ihr killen müsst während der Phase. Und dann habt ihr ihn quasi irgendwann down. Also ich habe das quasi gerade echt so locker flockig erklärt nebenbei. Diese Phase, wo er nicht angreifbar ist, wo er quasi unsterblich ist, mehr oder weniger, und ihr nur gegen die Tentakel kämpft. Das sind dann so verschiedene Tentakel. Einmal ein Tentakel, der sehr viel Melee-Damage macht, der schnell down geben muss, der gestunt werden muss. Ein anderer, der so einen Laserstrahl machen würde, so ein Beam wieder, der unterbrochen werden muss. Da müsst ihr euch einfuchsen. Da werden, wie gesagt, die Guides von den YouTube-Kollegen auf jeden Fall kommen. Ich kann nicht mehr. Genau, und dann haben wir Situn down, der meiner Meinung nach, ja, schwerste Encounter dann auch zu dem Zeitpunkt in komplett Vanilla, ja, vor Naxxramas. Ich denke, in Naxxramas werden dann noch schwierigere Encounter kommen. Aber ich muss sagen, Situn war schon eine Ansage. Also es war wirklich auch für mich so der erste Encounter, den ich gesehen habe in Vanilla, wo ich echt gedacht habe, boah, Halleluja, ey. Also der war echt schon hart. Oh, wir haben ja auch direkt die dunkle Schneide des Irrsinns bekommen. Auch sehr, sehr geiles Waffenmodell, wie ich finde. Moin. Ja, da werden sich dann die Krieger drüber freuen. Genau, wir gehen gerade nochmal auf den Loot ein, den wir von Situn bekommen können. Hier haben wir auch das ein oder andere interessante Item. Da würde ich sagen, schauen wir uns schon das ein oder andere Item jetzt nochmal in Ruhe an. Genau, und zwar würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem unglaublich starken Healkolben, mit dem Zepter des falschen Propheten. Auch irgendwie so diese Namen mega geil gewählt, finde ich. Auch diese Skarabäus-Optik irgendwie, die findet man auch immer wieder in den Waffen. Also unglaublich detailliert und liebevoll noch geschaltet, Ini. Und nicht nur der Name überzeugt, sondern auch die Werte. Wir haben hier 19 Int, 10 Ausdauer, 187 plus Heal, ja, und auch noch Mana-Reg drauf. Also der Traum eines jeden Healers, da werden sie auf jeden Fall die Healer drum kloppen. Ein unglaublich starker Heal-Kolben. Das nächste Item, was ich euch hier vorstellen möchte, ich meine, Leute, ich spiele Schorke, ja. Ich spiele Dolch-Schurke. Der Stich des Todes, ja, der Death Sting von Situn. Halleluja, 95 bis 144 Damage, 1,8 Geschwindigkeit, 66,4 DPS. Der höchste DPS-Wert auf einer Waffe, glaube ich, in komplett Vanilla zu dem Zeitpunkt. Und 28 ATP, 10 Ausdauer und plus 3 Dolche. Und diese Kombination einfach macht einfach diese Waffe zu einer unglaublich starken Waffe für Dolchschurken und wird meiner Meinung nach auch dazu führen, dass die Dolchschurken, die Schwertschurken overall im PvE überholen werden vom Schaden her. Dieser Dolch in Kombination mit dem Pugi in der Offhand ist einfach eine unglaubliche Ansage. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns hier noch das ein oder andere Item an. Und zwar haben wir hier noch den Gürtel der endlosen Pein. Ja, auch sehr schön gewählter Name, finde ich. 20 Ausdauer drauf, 64 Angriffskraft, ein Crit, ein Hit, also absolute Ansage auch. Mega geiles Item. Ah, genau, das Auge von Situn startet nämlich eine Quest, wo, also wie bei Nefarian oder bei
bei Hacker und so weiter, wo man dann auch noch ein Item bekommt am Ende. Und zwar ist es, glaube ich, sehr stark für die Caster. Also ich glaube, Hexenmeister und Magier haben hier Pryo und Shadowpriester halt. Denn die bekommen hier einen Ring. Ja, der Ring des gefallenen Gottes. Der hat einfach mal 6 Int, 5 Stamina, 37 Spell Damage und einen Spell Hit drauf. Also unglaublich kranker Ring. Die Healer bekommen wiederum eine Halskette mit 11 Stamina, 57 Plus Heal und Mana Rack. Ja, und die Milis würden sich über einen Rücken freuen, über einen Umhang mit 26 AG, 11 Shack und 12 und 15 Stamina, was eventuell eher ein, na, vielleicht sogar ein PvE auch nützlich, muss man nochmal genau gucken. Jo, Freunde der Nacht. Und natürlich auch noch hier das allerletzte Highlight, die wir hier auch gerade bekommen haben. Die dunkle Schneide des Irrsinns, also eine unglaublich stylische Axt und auch die stärkste, mit die stärkste PvP-Waffe, finde ich, für Krieger auf jeden Fall, weil sie einfach einen sehr, sehr starken Proc hat, der desorientiert euer Ziel für 3 Sekunden, dass es ziellos umherrennt. Das ist einfach eine sehr, sehr starke Fähigkeit für PvP-Spieler. Genau, Freunde Nacht. Ja, damit haben wir es auch schon. Damit haben wir unseren kleinen Walkaround hier in Akku 40 quasi durch. Dieses Design von der Innie, Leute, ne, ist halt einfach, meine, guckt es euch einfach an, ne? Keine Ahnung, also. Das Feeling, wenn man den dann down hat hier drin, ist schon ein anderes Feeling, als wenn man irgendwie so, weiß ich nicht, so. Es ist schon eine sehr geile Innie, muss ich sagen. Ich freue mich ungemein auf Akku, auf das ganze Event, die Scarablord-Geschichte und so weiter. Die Gong-Kacke da. Und auch auf die Innie, ja, auf der einen Seite, auf das Feeling. Also zu gucken, ob es wirklich schwieriger ist jetzt endlich mal oder halt auch wieder einfacher, so wie eben auch BWL und Molten Core im Vergleich zu den Privatservern. Ich glaube, die Ini wird schon schwieriger overall, aber halt nicht so schwer wie auf den Private-Servern. Und ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Einführung, mein kleines Walkaround hier gefallen. Ne? Das ist kein Guide, aber ich habe eben auch gar keinen Bock, so mir die ganzen Mechaniken immer rauszusuchen. Da gibt es einfach andere, die das deutlich besser können als ich. Und ich habe mir einfach gedacht, ich nehme euch heute mal mit, stellt euch die Ini vor, gebe euch ein paar Tricks und Tipps quasi mit, die ihr hier einfach anwenden könnt. Und erzähle euch so ein bisschen die eine oder andere Geschichte, die ich quasi hier in der Innie so erlebt habe. Genau, das ist quasi der Walkthrough durch Akku 40 gewesen, Leute. Ich hoffe, jetzt hat mein Bein auch schon eingeschlafen hier, moin. Ich hoffe, der eine oder andere von euch konnte was mitnehmen. Wenn ihr noch weitere Fragen oder auch Anmerkungen habt, vielleicht zu Dingen, die ich vergessen habe, die ihr noch hinzufügen möchtet, schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare. Und in 1,5 Monaten oder vielleicht auch in 2 Monaten, müssen wir mal genau gucken, werden wir alle hier schon in die Stätte des alten Gottes Zetun eindringen können und hier endlich auch ihn rumklatschen können, Leute. Ja. In dem Sinne, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und in dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.